Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute gibt es die Serafina Schoko Pearls aus dem aktuellen Lidl-Angebot für 2,59 Euro im Test, ihr Lieben. Ich habe das Produkt hier vom Hersteller zum Testen zugeschickt bekommen. Deswegen habe ich auch Produktplatzierung angehakt. Fürs Video bin ich nicht bezahlt und ich werde auch nicht für meine Meinung bezahlt. Ich bin sehr gespannt, wie diese beiden Pralinen schmecken werden. Das ist übrigens der gleiche Hersteller, der auch schon die Einhornpralinen hergestellt hat. Und da waren die Meinungen ja gespalten bei euch. Einigen waren die zu süß, einige mochten die ganz gerne. Die Verpackung fanden aber alle geil. Verpackungen sind auch echt, ich bin auch so ein Verpackungsopfer, ohne Scheiß. Die Verpackung hier finde ich auch mega geil. Schaut mal, wie das glitzert. Sieht so ein bisschen aus wie so eine kleine Ariel, die Meerjungfrau. Die heißt übrigens Serafina und nicht Sarafina, sonst wären wir wieder bei den Wollnis. Aber Wollni-Pralinen würde ich mir auch mal gönnen, oder? Die wären doch lustig. Serafina, Sarah Jane, Silvia Wollni, macht doch mal Pralinen. Die Wollni-Kugeln, wären auch witzig. So, genug abgeschweift hier. Ich öffne jetzt mal die Pralinen. Es gibt zwei Sorten, Schoko, Toffee. Die sind seltsamerweise rot, aber halt wegen Meer, der Meeresperle. Und Cream Vanilla in Weiß. Die sind ohne Alkohol, was ich ganz wichtig finde. Neben dem zauberhaften Design. Das ist Design. Ich kann die ganze Zeit nur dieses Produkt angucken und bin irgendwie verliebt. Ich weiß auch nicht. Fair Trade. Das müssen wir auch mal loben. Es ist hergestellt aus Fair Trade Kakao. Und das finde ich auch sehr, sehr geil. So. Löblich, Verpackung, löblich, Fair Trade. Löblich ist auch der Preis. 2,59 Euro im Angebot. Kann man nichts sagen, oder? Finde ich auch. Und löblich ist auch der Geruch. Das riecht erstmal ganz lecker. So. Schauen wir mal, wie diese Meeresperlen von der Serafina aussehen. Ach, seht ihr, das kennt ihr, diesen Anblick. Diesen leckeren Anblick. Das ist nämlich so schön aufgeteilt wie bei den Einhornpralinen. Und ich weiß auch noch, das hat mich damals so gefreut, bei den Einhornpralinen haben mir die mit Vanille gefüllten Kügelchen am besten geschmeckt. Und deswegen werden mir die weißen Cream Vanilla bestimmt hier auch schmecken, glaube ich. Deswegen fange ich mal mit dem an, was mir schmeckt heute. Ich rieche dran. Riecht schön vanillig. Hat eine sehr schöne Vanillecreme. Ich mag diese Vanillepralinen. Egal was drauf ist. Einhorn, Meerschwein, Meerjungfrau. Ganz egal. Ich finde die lecker. Ich finde die auch nicht zu süß. Sondern richtig angenehm, cremig, vanillig. Mag ich. Früher hatten wir so irre Sorten wie Apfel, wisst ihr das noch? Kennt ihr noch die Sorten der Einhornpralinen? Schreibt es mir in die Kommentare. Während ihr schreibt, kaue ich ein bisschen auf. So, zwei Sorten. Das macht den Test heute sehr schnell. Schokotoffee. Bin ich gespannt. Das Rot irritiert so ein bisschen, ne? Mhm. Aber keine Panik. Es ist kein Kirschlikör drin, es ist auch nichts Saures drin und auch kein Obst. Ganz wichtig, kein Obst. So. Oh. Hier ist so eine Toffee-Creme drin. Die hat so einen herben, wirklich leicht herben Toffee. Ist ja so Karamell mit Schokolade. So einen leicht herben Karamell-Schokoladengeschmack. Mhm. Ins Kaffee. Eine leichte Kaffeenote hat es auch. Karamell, Kaffee, Schoko. Mhm. Bin ich nicht verliebt drin, aber ist in Ordnung. Mhm. Schokotoffee. Schmeckt wirklich wie Schokotoffee. Ich bin nicht der größte Toffee-Fan. Also karamellig, kaffeemäßig, so in die Toffee-Richtung gehend. Als Füllung bekommt es von mir 7 Punkte, Vanille bekommt 9 Punkte. Pralin kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aber 2,59 Euro. Die Vanille-Dinger sind so lecker. Die bekommen 9 Punkte, Toffee bekommt 7 Punkte. Ist lecker, ist nicht zu süß, kann man essen wirklich ganz gut. Aber ich bleibe Team Vanille, ihr Lieben. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!